Hallo und herzlich willkommen, liebe Waage. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Wochenorakel hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns deine kommenden 7 Tage in der ersten offiziellen Juniwoche an. Was darf gehen, was darf kommen, was darf bleiben? Mach es dir schön, mach es dir gemütlich. Die Karten und ich erledigen die Arbeit. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir legen im wahrsten Sinne direkt los. Starten möchte ich aber gerne mit einer kurzen Vorstellung der Karten, die ich heute benutzen werde. Und da haben wir, fangen wir mal mit dem Größten zuerst an, die geheimnisvolle Sprache der Blumen vom Gros Verlag. Außerdem die Magie der Einhörner, das Orakel von Diana Cooper. Hinzu kommt ätherische Vision, das illuminierte Tarot von Matthews. Außerdem von der lieben Colette Baron-Reed, The Map, Weisheitskarten der Seele. Und zu guter Letzt haben wir noch das Sweet Blossom Lenormand von Irene Kaptijan. In diesem Sinne, ich verlinke euch alle meine Kartendecks. Wenn ihr Interesse zum Nachshoppen habt, fühlt euch frei und viel Spaß. Okay, eine Orakelkarte, eine Hauptenergie für deine kommenden 7 Tage, liebe Waage. Was ist denn hier los? Was zeigt sich? Was ist denn hier so energetisch von Interesse? Und wichtig, eine Botschaft bitte, liebes Orakel. Da ist sie. Ich glaube, die hatten wir bei den Löwen auch. Falls du den Löwen im Aszendenten, den Mond oder in der Venus noch hast, vielleicht auch im Sternzeichen und du guckst jetzt aufgrund deines Mondzeichen dieses Video, hätten wir vielleicht eine Verknüpfung, vielleicht hast du es auch mit einem Löwen zu tun, wie auch immer. Der Tiefpunkt, wir klären hier direkt mit dem Tarot. Ich gehe gleich auf die Karten, auf die Energien ein. Da haben wir einmal den Brunnen und das Einhorn, welches dich unterstützt in deinen kommenden 7 Tagen, wie eine Art bester Freund, der dir unter die Arme greift. Da haben wir es, Nummer 28, Seh aus Christuslicht, verbreite bedingungslose Liebe. Das sagt dir dein Einhorn, das ist deine Aufgabe. Die 28 wird zur 10. Die 10 in der großen Arkana wird dem Rat des Schicksals zugeordnet. Das Rat des Schicksals bringt Erneuerung, Veränderung, eine neue Ausrichtung, eine neue Richtung im Allgemeinen. Also eine Veränderung. So, Punkt. Das ist natürlich mehr als passend, weil, wenn wir mal zur Orakelkarte schauen, da haben wir der Tiefpunkt. Das heißt, die Art und Weise, wie es jetzt bisher geklappt hat, funktioniert hat, die Art und Weise zu kommunizieren, die Art und Weise zu leben, zu denken, zu fühlen, funktioniert so nicht mehr, weil man ist im wahrsten Sinne am Tiefpunkt angekommen. Man hat also die Möglichkeit, das Potenzial, Dinge neu zu betrachten. Dazu lädt ich auch, wie gesagt, dein Einhorn ein. Wir haben sowohl beim Einhorn wie bei der Orakelkarte die Nummer 10, also auch sehr spannend, Rat des Schicksals, Leute. Hier steht wirklich alles auf Veränderung nächste Woche für euch. Was ja als Luftzeichen nicht das Schlechteste ist, ne? Weil da ist man ja grundsätzlich flexibel eingestellt, wandlungsfähig, wandelbar. Das Einhorn rät dir, dein Herz zu öffnen und bedingungslose Liebe zu verbreiten. Ne? Also hier wirklich Blockaden zu lösen, dich auf Dinge einzulassen und auch zu akzeptieren, dass die Art und Weise, der Weg, den du bisher gegangen bist, so nicht mehr weiterläuft, nicht mehr funktioniert. Ne? Es ist also eine Neuausrichtung, nennen wir es jetzt mal, deines inneren Kompass notwendig. Okay? Dann haben wir noch die Brunnenkarte und dann nehme ich mir mal gerne hier das Zettelchen, weil das ist eine Bonuskarte und da schaue ich gerne mal mit rein. Der Brunnen. Der Brunnen ist die Geburtsstätte von Ideen, Inspiration und Transformation, Leute. Alles ist geboren aus der Quelle weiblicher Kraft und das Wissen fließt frei zu denen, die es suchen. Ja, also es geht hier wirklich, ne, um Veränderung in deinem Leben. Ne? Lass wieder mehr Fülle zu, ne? Öffne dein Herz, verbreite bedingungslose Liebe. Ne? Auch so ein bisschen so ein Richtungswechsel. Ich kriege irgendwie auch gerade so eine 2 der Stäbe-Energie. Da sagt man ja auch irgendwie, so wie es jetzt läuft, läuft es halt nicht mehr. Ich möchte eine Veränderung und dann gehen wir weiter zu den 3 der Stäben und da springt man schon von der Klippe, sag ich mal. Man begibt sich auf eine Weiterreise, auf eine Weiterbildung, Weiterqualifizierung. Okay, also alles steht hier, alle Zeichen auf Veränderung, auf Erneuerung, auf einen Wechsel, einen energetischen Wechsel. Dann gucken wir mal, wie sich das hier so in den Tagen präsentieren möchte.
von Montag bis einschließlich Sonntag. Montag beginnt die Woche mit dem Ass der Kelche. Am Dienstag haben wir den Narren. Mittwoch haben wir den Künstler. Donnerstag haben wir das Ass der Schwerter. Am Freitag die Sechs der Schwerter. Am Samstag den Mond und am Sonntag die Königin der Stäbe. Außerdem, so, kleinen Moment, außerdem am unteren Kartenrand, wäre nicht das Richtige, aber unterm Deck, haben wir den Page der Stäbe. Der Page der Stäbe, das ist jetzt so ein bisschen die Energie, mit der du die Woche verlässt. Also in dieser Energie gehst du aus der Woche raus, hast du wahrscheinlich so gegen, ja, so gegen 23.50 Uhr am Sonntag. Nein, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen so das Gefühl, mit der du auf diese Woche zurückblicken wirst. Ne? So, das ist, glaube ich, besser formuliert. Ja, der Page, Pagen als solches, dienen uns in dem Sinne ja Impulse zu geben. Ne? Einen Anfang zu wagen. Und ein Anfang mit dem Pagen ist nicht unbedingt aktiv. Der Page beginnt erstmal mit einem Impuls, mit einem Gedanken, mit einer Idee im Kopf. Da es der Page der Stäbe ist, ist das Ganze natürlich sehr feurig, ne? Das heißt sehr leidenschaftlich. Also hier könntest du den Impuls haben, Dinge neu anzugehen, ne? Aus deiner Komfortzone herauszutreten, ambitioniert voranzugehen, ein neues Projekt zu starten als Beispiel. Für solche Sachen bietet sich der Page der Stäbe besonders gut an. Zum Anfang der Woche haben wir das Ass der Kelche als Hauptenergie. Das Ass der Kelche, das schenkt uns Gefühle. Das schenkt uns eine neue Liebe, neue Freundschaften, Überraschungen, Heilung, Neuanfänge. Ne? Also alles, was so ein bisschen unser Herz begehrt und lässt auch wieder Gefühle zu. Ne? Also es ist hier wirklich der Kelch, wo die Gefühle wieder fließen dürfen, Gefühle wieder gelebt und gezeigt werden können. Wir klären diese Energie einmal mit dem Lenormand. Wie dürfen wir uns das vorstellen mit dem Ass der Kelche? Ich dachte gerade, da hätte sich eine Karte gezeigt, aber die wollte nicht. Da haben wir die Dame. Ja, Ass der Kelche, es beginnt also bei dir, dass du auch angehalten bist, zum Wochenanfang deine Gefühle zu zeigen, ne? Deine Gefühle zu repräsentieren. Das ist natürlich sehr passend, weil das Einhorn ja auch sagt, verbreite bedingungslose Liebe. Ne? Also nicht nur Herzöffnung, also empfange, sondern verbreite sie auch. Ne? Und das kann im Kleinen anfangen. Das kann im Kleinen anfangen, dass du jemandem, den du lange nicht gesehen hast oder den du sonst nicht zulächelst, einfach mal zulächelst, einfach mal Hallo sagst. Also in irgendeiner Form emotional aus deiner Komfortzone trittst, okay? Andernfalls steht die Lady auch für passives Verhalten. Das heißt, hier ist es auch ein Indiz für den anderen Teil von euch, der Liebe empfängt. Ne? Wo man ein Angebot bekommt, eine Chance, neu zu fühlen, neu zu lieben. Dienstag der Narr. Der Narr ist ja der Neuanfang, der vielleicht in dem Sinne noch nicht ganz ausgereift ist, aber ein Neuanfang, der Gedanke eines Neuanfanges, der wirklich ungezügelt ist. Ein ungezügelter Neuanfang. Man hat das Bedürfnis, Ängste hinter sich zu lassen und zu sagen, alles klar, jetzt oder nie. Man nimmt ein gewisses Risiko in Kauf, aber in der Regel lohnt sich das. Denn die große Reise der großen Arkana kennen einige von euch ja. Dadurch lebt man natürlich so einige Prozesse. Dazu haben wir die Fische. Also es könnte sich hier um einen finanziellen Neuanfang handeln. Die Fische stehen auch für die Finanzen. Ne, das ist hier, du gehst ein Risiko ein. Vielleicht machen einige von euch sich selbstständig. Man bewirbt sich auf eine Stelle. Man fängt einen neuen Job an. Also in irgendeiner Form, wo finanzielle Fülle für dich gegeben ist, gewährleistet ist, weil du etwas riskierst. Ne? Es kann auch eine andere Investition sein. Die Fische können aber natürlich auch für den Fluss des Lebens stehen. Ne? Dass hier fließt etwas und deswegen fühlst du dich mutig genug. Mutig ist man mit dem Narren auf jeden Fall. Du fühlst dich mutig und wirklich herausgefordert. Nee, doch, positiv herausgefordert. Nicht dieses Zerrende herausgefordert, sondern positiv herausgefordert, etwas zu wagen. Mittwoch, da haben wir den Künstler. Der Künstler steht für, ja, der steht so ein bisschen für die Beobachtung. Ne? Der Künstler sucht sich seine Muse, der Künstler sucht sich Inspiration. Also hier könntest du in eine Art Beobachtungsposition gehen.
Dazu haben wir den Bären. Ne? Du könntest also hier einen Ratschlag bekommen von einer älteren Person, jemand Älteres, der viel Autorität und Selbstsicherheit ausstrahlt, kann dich nun animieren, inspirieren, ne, für deinen weiteren Weg, für deinen weiteren Lebensweg. Der Bär als solches steht aber auch für die Selbstsicherheit. Das heißt, du selber badest in Selbstsicherheit. Ne? Künstler sind nicht laut, Künstler sind leise, wenn sie sich ihre Inspiration suchen. Das heißt, du selber hast die Erkenntnis über, über Dinge in deinem Leben, die Erkenntnis, wie etwas laufen kann, laufen sollte, ne? Wo du jetzt sagst, okay, hier gewinne ich Sicherheit, hier gewinne ich Stabilität. Ja, vielleicht ist es auch wirklich ja, eine Art Objekt der Begierde, ne? Etwas oder jemanden, den du siehst und wo du sagst, okay, dieser Mensch, der gibt mir etwas und zwar Sicherheit. Am Donnerstag haben wir das Ass der Schwerter. Asse als solches sind Chancen, ne? Hatten wir ja auch zum Wochenanfang. Guck mal, du hast zwei Asse, das fällt mir jetzt erst auf. Zwei Asse in einer Woche, Leute. Wahnsinn. Das Ass der Schwerter bietet dir die Möglichkeit, klärende Gespräche zu führen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und auch einen mentalen Durchbruch zu erreichen. Ne? Also hier zum Beispiel, wenn du stagniert bist in einer Sache oder du warst selber ungeduldig, ne? Du bist als Luftzeichen, bist du auch dem Element der Schwerter zugeordnet. Hast du hier jetzt eine Art Aha-Moment, einen Durchbruchsmoment? Das Kind, ja, es geht hier mit dem Kind um einen Neuanfang. Das Kind selber kann natürlich auch, es kann auch mit einem Kind ein Durchbruchsmoment sein, ein Verständnis, Klarheit, ne? Klarheit über, ja, bei einigen könnte, kriege ich irgendwie sowas rein wie Fürsorge. Jetzt komme ich nicht auf das Wort, Leute. Jetzt komme ich nicht auf das Wort, das ist der Wahnsinn. Sorgerecht, genau, Thema Sorgerecht, das Sorgerecht für ein Kind, ne? Oder allgemein, man hat einen Durchbruch mit einem Kind, mit seinem Kind. Ne? Das Kind selber steht aber auch für die Neuanfänge. Ne? Also hier wirklich alles auf neu und du hast hier irgendwie eine Idee. Ne? Hast eine Idee, hast nun Klarheit, wie es hier vorangehen kann. Freitag die 6 der Schwerter, dazu gesellt sich der Schlüssel. Die 6 der Schwerter, du möchtest etwas hinter dir lassen, du ziehst weiter mental, ne? Du möchtest hier auch Klärung in deinem Leben haben, Klärung, möchtest Dinge auch in der Form bereinigen und dazu der Schlüssel, das heißt, hier könnte es eine Lösung geben. Eine Lösung, wenn wir einen zurückgehen, sind wir bei den 5 der Schwertern, die nicht selten auch für die Manipulation stehen, dass man irgendwie fremdgesteuert ist von seinen persönlichen Gedanken, Blockaden und Emotionen, aber eben auch von anderen, dass man sich fremdgesteuert fühlt und dafür möchtest du dich nun, davon möchtest du dich lösen, von einem fremdgesteuerten Sein, von einem fremdgesteuerten Gedanken und nimmst Abstand davon und das ist mit dem Schlüssel auch der Lösungsansatz. Also hier Distanz, mentale Distanz bringt dir hier eine neue Perspektive. Samstag der Mond. Der Mond spiegelt unsere Ängste wieder, unsere Ängste, unsere tiefsten Gedanken, Bedürfnisse und Wünsche. Dazu gesellt sich der Reiter. Hier könnte es ein Angebot geben, welches dich stark verunsichert. Ein Angebot, ein Gespräch, jemand könnte auf dich zukommen und dieses Zukommen, also ob das jetzt in Form eines Angebotes in Schriftform ist oder in Form einer Person, das Ganze scheint dich sehr zu verunsichern. Hier werden Gefühle wachgerüttelt, ne? Oder du wirst selber von deinen Gefühlen übermannt, ne? dass du das Ganze nicht, ja, nicht einzuordnen weißt oder dass jemand dich hier in irgendeiner Form triggert, ne? Unbewusst, aber man triggert dich und dadurch kommen hier Unsicherheiten wieder hoch. Ich hätte mal so ein, zwei Energien dazu. Der Berg, emotionale Blockade, die Mäuse, das sind die Ängste. Und die Schlange, das sind die Manipulationen, liebe Leute. Ich habe das Gefühl, du hast in der Vergangenheit echt ein bisschen was durch. Ne? Mit der Schlange kriege ich hier sehr weibliche Energie, Manipulation rein. Mit den Mäusen habe ich dadurch festgesetzt Ängste, Unsicherheiten. Ich kriege Vertrauensprobleme rein. Und mit dem Berg bekomme ich diese emotionale Blockade, diese Hürde, Hindernisse, die es gegeben hat. Ne? Du hast dich lange in der Vergangenheit selber blockiert, behindert. Und deswegen
bist du jetzt hier mit einer Art von Angebot, ne? Das kann ein Angebot von einem Menschen sein, der es sehr gut mit dir meint, aber du weißt es erstmal nicht einzuordnen, weil eben diese Urängste wieder hochkommen. Und zum Schluss, zum Abschluss der Woche, die Königin der Stäbe. Das ist eine sehr motivierende Frau. Die Königin selber hat ja auch so den Ruf, als Unterstützerin, als Hilfestellerin sich dir zu präsentieren, dir zu begegnen. Das heißt, hier die Königin der Stäbe möchte dich animieren, möchte dich motivieren. Kannst auch du selber sein. Wir haben die Lilie. Die Lilie steht für die starke Anziehungskraft. Also möglicherweise fühlst du dich stark zu jemandem hingezogen, der sehr ambitioniert ist, der hier auch voranschreitet und sagt, so, das ist mein Weg, das ist meine Vision. Aber auch du selber sorgst, wenn du als Königin der Stäbe auftrittst, also wenn du die ambitionierte, die motivierte Person bist, sorgst du mit den Lilien für Harmonie, besonders im familiären Umfeld. Okay? Ja, dann gehen wir mal rein. Ein Blümchen hätte ich noch und dann war es das auch schon. Ich bedanke mich schon mal für dein Vertrauen hier in meine Arbeit, für dein Sein auf meinem Kanal. Und wenn du mich ein bisschen unterstützen möchtest, dann kommentiere dieses Video sehr gerne. Dann werde ich anderen vorgeschlagen. Und ja, wenn du magst, lass mir auch gleich ein Abo da. In dem Sinne, vielen Dank. Ein Blümchen bitte für die Waage. Ein Impuls für die Woche hätte ich gerne. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nein, guck mal, ich wollte schon gerade sagen und dann sagen die Blumen, nee, du machst hier gar nichts. Ich hätte nämlich fast eine Blume gezogen. Es ist die Orchidee. Die Orchidee ist deine Blume der Woche. Reichtum. Schon die Azteken verehrten Orchideen als heilige Blumen und pflanzten sie in die Gärten ihrer heiligen Stätten. Im 19. Jahrhundert waren Orchideen in Europa eine wahre Sensation und man sandte Forschungsreisende in alle Welt, um neue Arten zu finden. Die Bedeutung der Orchidee in der Sprache der Blumen sind zahlreich. Sie symbolisiert Anmut, Fruchtbarkeit und Liebe, aber auch Reichtum. Damit ist aber nicht nur dein Kontostand gemeint. Selbst ohne einen Groschen in deinem Geldbeutel kannst du reich sein. Zum Beispiel reich an Freunden, reich an Glück, reich an Zeit oder reich an Gesundheit. Nimm dir einen Moment Zeit und schreibe eine Liste mit allen Dingen, die dein Leben bereichern. Und diesen Worten, bin ich ehrlich, habe ich nichts mehr hinzuzufügen, liebe Waage. Vielen Dank, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Deine Janina. Tschüssi.